Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Home Sweet Home. Autsch. Ja, das geht ja super los. Oh nein, was ist... Ich hab vergessen, meine Griechen-Taste... auf meine Griechen-Taste zu legen von DBD. Jetzt muss ich eine dumme Taste drücken. Egal. Willkommen zu Home Sweet Home. Wir haben mal einen Server gefunden. Ich fass es ja nicht. Killer ist in der Nähe. In die weg? Gut, dann looten wir mal die Kiste. Ja. Ich hoffe, die Folge wird einigermaßen gut, weil ich seit Stunden auf eine Lobby warte. Es ist echt nicht schön. Zumindest die Kiste auf. Hi. Wie komme ich jetzt zu meiner Kiste zurück? Wo ist denn die? Na gut, vielleicht findet jemand anderes hier. Oh, hier bin ich erst schon mal rausgekommen. Ah, da drüben. Brauchen wir die Nadel schon? Ja. Ja, bei dem Gelben, ne? Ich versuche auch mal nicht so viel zu rennen, damit ich, falls der Killer kommt, rennen kann. Da brauchen wir Rot. Das habe ich nicht. Ich habe Gelb. Wie komme ich denn aber hier hoch? Ich kenne die Map nicht so wirklich. Warte mal, hier komme ich lang. Oh! Upsi! Ich brauche ein Loch. Was ist das denn für eine dumme Verzögerung? Wenn man fällt. Es ist halt jemand tot. Okay, die Seele wurde gerade aufgehoben. Die hat mich verjagt. Ich wollte doch da hoch. Warum hatte ich hier gerade so ein Ding um meinen Kopf? Lauf, Mädchen! Kriegt sie mich noch? Nein. Ich bin nicht gestorben. Das ist gemein. Ich hab so eine Nadel. Das Problem ist, viele Spieler, also, ne, die haben das Spiel halt schon oft gespielt jetzt. Und ich muss leider sagen, dieses, dass man den Leuten so hinterherläuft und die Kamera dann so überall hängen bleibt, ist echt unangenehm. Also ist so ein bisschen Motion Sickness Gefahr. Das heißt, viele Killer wissen, wenn ich durch diesen Schacht krieche, komme ich dort und dort raus und gehen halt dort schon hin. Und diese ganzen Wege kenne ich noch nicht. Bin da so ein bisschen lost. Ist jemand anderes vielleicht? Wird, glaube ich, gejagt. Er macht... Hä, waren wir bei dem nicht? Er macht ein Ritual. Mit der Kiste. Ist ja cool, wenn jemand meine Seele holt, Leute. Weil sonst bin ich tot. Vielleicht lassen sie mich auch sterben, weil sie wissen, dass ich doof bin.
mal, der ist... Oh! Der war voll clever, habt ihr das gesehen? Der hat... Nicht dein Ernst. Der hat die Items auf den Weg geräumt. Auch Heilung. Ich gehe einfach mal hier durch. Ich bin total unnütz. Also ich tue halt gar nichts fürs Team. Kann ich das use? Oh. Das kann ich gegen Killer usen. Gut zu wissen. Nehme ich nochmal neues Holy Water. Hat jemand vielleicht hier so Heilung irgendwo angepinkt? Trap. Was ist das? Aber das heilt mich nicht. Das gibt mir einfach nur unendlich Ausdauer für eine gewisse Zeit. Eine Falle. Er ist übrigens tot. Hallo? Darf ich mich heilen vielleicht? Ich bin doch sonst direkt wieder RIP. Ja. Tschüss. So, und jetzt wird sie oben stehen. Die kann sich halt zu einem porten. Oh, wartet mal. Ja. Ich habe Holy Water auf die gemacht und dann, das hat ja gar nichts gebracht. Ach, bei dem geht das. Okay. Ja. Well. Tolle Runde. Aber ich muss auch sagen, ich habe es halt auch seit einem Monat nicht mehr gespielt. Ich bin Level 2. Das ist so... Sieht man bei denen gar nicht die Level? Oder sieht man das an sich auch erst hinterher dann? Okay. Ich habe sogar weniger Punkte als die, die vor mir gestorben ist. Okay. Also mit dem Spiel, oder das Spiel, muss man definitiv üben. Ich gehe mal kurz dahin zurück. Ich weiß nicht, ob das hier ein bisschen zu laut ist. Das Spiel muss man definitiv üben. Und ich bleibe dran. Eventuell finde ich ja nochmal irgendwann eine Lobby. Dann kann ich euch noch eine Runde Home Sweet Home hier auf YouTube zeigen. Lasst mich gern wissen, wie ihr die Runde fandet. Wir sehen uns so oder so zu einem anderen Video, früher oder später hier auf YouTube wieder, wenn ihr möchtet. Bis dann, bleibt gesund, danke fürs Zuschauen und habt noch einen tollen Tag. Macht's gut. Tschüss.